Ja, wunderbar. Ich spreche heute mit dir über Prophetie. Es gibt ein prophetisches Update mal wieder über das, was Gott sagt in unsere Zeit hinein. Also, wenn man sich mit Prophetie beschäftigt, und das mache ich relativ umfangreich, dann ist es so, dass da natürlich ein Spektrum ist. Es gibt unterschiedlichste Aspekte, Worte, Diktate, Bilder, Visionen, Träume und so weiter. Und die haben ein Spektrum, ein richtiges Spektrum. Und manchmal gibt es Leute, die sagen, naja, das widerspricht sich. Und da müssen wir einfach ein Verständnis dafür haben, dass es einfach zwei Seiten der Medaille gibt. Es gibt gewisse Entwicklungen, die sind parallel. Und häufig ist es so, dass ein prophetisches Wort nur eine dieser beiden Seiten der Medaille sieht und beschreibt. Das heißt, noch lange nicht, dass ich das widersprechen muss. Schau, auf der einen Seite haben wir das Weltsystem, die bösen Machenschaften des Weltsystems. Wir haben da Kontrolle und Manipulation und Ausbeutung und alle Art von Missbrauch, was du überhaupt nur vorstellen kannst, Unterjochung und all die Pläne der verschiedenen Eliten und wie sie das umzusetzen wollen. Und dadurch oder damit einhergehend dann eben auch Erschütterungen, Umbrüche und entsprechenden Schwierigkeiten, Zusammenbruch etc. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber eben diese Info, es gibt Erweckung, es gibt die Ausgießung des Heiligen Geistes, es gibt Wellen von Segen, es gibt Freisetzung von Zeichen, Wundern, Krafttaten und so weiter. Und diese beiden Dinge laufen parallel. Es ist absolut notwendig, dass wir ein Verständnis dafür haben, dass auf der einen Seite es zu diesem Wirken von satanischen, dämonischen Kräften kommt und auf der anderen Seite eben von den Kräften des Herrn, die parallel laufen in dieser Endzeit. Und das wird sich immer mehr zuspitzen und immer dramatischer werden. Ja? So, ich habe genau zu dieser Situation übrigens vor einiger Zeit schon dieses Buch geschrieben, Erschütterung, Erweckung, Ernte. Und das ist genau das, worum es da geht. Die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland vor Jesus Christus die Knie beugt. Das ist eine prophetische Aussage. Und aufgrund von diesem prophetischen Wort habe ich gedacht, wow, das ist so stark, das klingt so unmöglich, das klingt so nach Wunschdenken und so weiter, Fantasterei. Ich möchte das gerne belegen, ich möchte das untermauern, ich möchte zeigen, dass das wirklich etwas ist, was der Herr gesagt hat. Ja? Nach meinem Verständnis ist es eine Zusage Gottes, auf die wir ganz zielgerichtet zugehen, Deutschland. Und da geht es darum, was sagt der Herr? Und das habe ich in diesem Buch einfach zusammengetragen. Ist ein sehr herausforderndes Buch, aber es sind noch herausfordernde Zeiten, in denen wir sind. Wenn du das noch nicht hast, ich empfehle es dir wirklich. Es wird deinen Glauben stärken. Denn die Bibel sagt uns unmissverständlich, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Und in die Vollendung des Zeitalters, da bewegen wir uns mit großer Geschwindigkeit hinein. Falls dich das interessiert, ist unten im Beschreibungstext verlinkt. Wenn man aber jetzt über das Thema Erweckung und Ausgießung des Heiligen Geistes nachdenkt, dann muss man auch wieder sagen, dass es viele Christen gibt, die das falsch verstehen. Die haben so ein verklärtes, romantisches Bild davon. Die Gemeinden sind voll, alles läuft ganz super, die Gemeindekassen sind voll, alles kann man schön machen. Aber weißt du, Erweckung heißt nicht, dass Happy Clappy ist. Erweckung heißt nicht, dass alles doll ist. Ja? Wenn wir uns im Neuen Testament anschauen, was gibt es da für erweckliche Situationen, dann stellen wir sehr bald fest, das geschah genau inmitten von Verfolgung, von Repressalien, von Problemen, von Stress, von Schwierigkeiten. Genau wenn, insbesondere von dem religiösen System, eben da Druck kam, dann blühte die Gemeinde und es ging mit mächtigen Zeichen und Wundern und Krafttaten voran. Es gab massiven Druck von außen. Druck von außen. Der hat dazu geführt, dass Erweckung aufbrach. Und das ist etwas, was wir tatsächlich in vielen Ländern der Welt hören. Druck von außen und die Gemeinde blüht auf. So, wenn es diesen Druck von außen nicht gibt, ohne Druck, dann droht der Gemeinde eben Verweltlichung. Bequemlichkeit, Anspruchsdenken, Komfort, Oberflächlichkeit und so weiter. Und da gibt es natürlich auch Länder auf der Welt, wo wir das beobachten können. So, wenn wir also für Erweckung beten, dann ist das
nicht etwas, was so nice to have ist und wunderbar und schön und alles super, sondern es wird richtig, richtig krass und richtig herausfordernd. Das sehen wir auch in der Kirchengeschichte immer wieder, wenn etwas aufbrach. Ja, es gab häufig dann massivste Verfolgungen, also früher bei den Waldensern beispielsweise oder sowas, da sieht man das ganz deutlich, oder sicherlich sagte die Hugenotten etwas und so. Verfolgung. Wenn der Herr etwas tat, kam Verfolgung durch das System. Ja, selbst bei Asuda war das so. Viel Kampf, viel Gegenwind, viel Herausforderung und vor allen Dingen viel, viel, viel Arbeit. Viel Arbeit für das Volk Gottes. Es gibt ein prophetisches Wort, das sagt, Erweckung wird dich alles kosten. Okay, mein Punkt also ist, du hast Licht und Dunkelheit, parallel nebeneinander, ist auch eigentlich offensichtlich. Braucht man auch eigentlich nur die Augen aufmachen und sich die Situation in der Welt anschauen, dann ist das offensichtlich. Du hast Licht im Reich Gottes und Finsternis im System der Welt. Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Segen und Fluch, Errettung und Verdammnis. Oder ich sag's mal ganz, ganz plakativ, Himmel oder Hölle. Ja? Zum Ende hin wird das immer deutlicher erkennbar, wird immer klarer, wird immer, wie soll ich mal sagen, schärfer. Ja, dieses Wischiwaschi, was so dazwischen ist, verschwindet zunehmend. Und es ist deshalb sehr, sehr wichtig, dass wir als Volk Gottes tatsächlich beide Seiten sehen. Dass wir auf beide Seiten den Blick richten. Dass wir auf der einen Seite sehen, okay, es gibt diese bösen, niederträchtigen, satanischen Machenschaften im Weltsystem und auf der anderen Seite das Wirken des Herrn. Ja? Wenn wir uns nicht beider Sachen bewusst sind, kommen wir sehr leicht in Schieflage und das ist der Fall bei zahlreichen Christen. Leider. Manche sehen beispielsweise das nur in so einem verklärten Bild. Die sehen es nur als hell und schön und wunderbar, erwecklich, genial, alles super, alles toll. Und die sehen sozusagen nur den Segen und nur das Wirken des Heiligen Geistes. Ich sag's mal so, die sehen den Himmel auf Erden. Aber weißt du was, das ist nicht das ganze Bild. Andere wiederum, die sehen nur die andere Seite. Die sehen nur alles finster und bedrohlich und jetzt so den endzeitlichen Schrecken. Die sehen nur Trübsal und nur 666 und nur irgendwelche antichristlichen Entwicklungen und nur die eine Weltregierung, die da kommt und so weiter. Ja, die sehen nur die Verführung oder, wieder mal plakativ gesagt, sie sehen nur die Hölle auf Erden. Das ist gerade bei Leuten, die kritisch und wachsam so die allgemeine Entwicklung beobachten, sehr weit verbreitet. Aber ich sag dir was. Auch das ist nicht das ganze Bild. Auch das ist nur eine Seite der Medaille. Und wir müssen beides sehen. Wir müssen beides wirklich im Blick haben, damit wir ein realistisches Bild haben. So, wenn wir jetzt unsere Länder deutschsprachigen Europa anschauen, dann werden wir, ja, man braucht mal keine Propheten zu sein, um zu sehen, dass das ziemlich übel ist. Wenn wir es im Natürlichen ansehen, dann sehen wir vor allen Dingen Dunkelheit. Ich sage mal so, wir sehen wirklich Sodom und Gomorra. Ja? Wir sehen Verfall, wir sehen Perversion, wir sehen Sünde, wo immer man hinschaut. Und gleichzeitig gibt es da ja, die Situation der Christenheit. Die Christenheit, also die wiedergeborene, bibelgläubige Christenheit, die ist wirklich winzig in unseren Ländern. Ja, die Ekklesia, die ist schwach und klein. Und ja, siehe das Beispiel von Deborah, was wir gerade hatten. Das Volk war bedrückt, wurde arm, wurde schwach von dieser massiven Übermacht einfach von diesen Kanaanitern. Und dann brauchte es das prophetische Wort, um das Volk da wieder rauszuholen. Wenn du schaust, welche bei Umfragen, wie viele Leute von sich behaupten, wiedergeborene, bibelgläubige Christen zu sein, ja, dann ist das wirklich marginal. Das befindet sich momentan bei uns zwischen 1 und 2%. Das ist verglichen mit der weltweiten Situation erschreckend gering. Ich habe dir dazu mal eine kleine Grafik gemacht, hier, wo du also siehst, Deutschland 1909 und Deutschland 2024. Das sind 115 Jahre dazwischen. Die Bevölkerung ist gewachsen. Der Anteil der Christen ist auf einem erbärmlichen Niveau geblieben. Er stagniert.
Und da gibt es verschiedene Gründe dafür, habe ich auch schon drüber gesprochen. Aber letztlich ist es so, wir müssen uns einfach bewusst sein, als Christen in Deutschland sind wir eine klitzekleine Minderheit, wenn wir denn wirklich bibelgläubig und ja, wiedergeboren sind. So, die Situation ist also nicht so prickelig. Aber das ist eben auch nur ein Blickwinkel und das ist auch nur das, was wir im Natürlichen sehen. Gleichzeitig gibt es nämlich noch das, was Gott verheißen hat zu tun, was er gesagt hat, was er tun will. Es gibt nicht nur diese natürliche, sondern es gibt auch die geistliche Sichtweise. Und weißt du was? Genau dazu brauchen wir Prophetie. Genau dazu, um das sehen zu können, brauchen wir prophetisches Reden. Ja? Wir müssen wissen, was sagt Gott zu dem Ganzen. Wie ist die Sichtweise, der Blickwinkel des Himmels zu dem, was da passiert? Und geistliche Sichtweise ist sehr, sehr häufig komplett anders als das, was man im Natürlichen sieht. Nicht wahr? So, es ist etwas, was über unser Verständnis hinausgeht, unsere Möglichkeiten, sich das auszumalen, hinausgeht. Ja, unseren Blick im Natürlichen. Es geht auch über dieses Ding hinaus, wie wir uns zusammenreimen, wie sich das wohl entwickeln könnte und was da auf uns zukommt und diese ganzen ja, Szenarien, die man sich da vorstellt. So, und unter diesem Bewusstsein habe ich 10 verschiedene prophetische Impulse heute für dich rausgesucht, mir schenken lassen. Ich habe da richtig Zeit früher investiert, um einfach zu schauen, was ist jetzt wirklich dran vom Herrn für uns. Die sind unterschiedlich. Ein paar sind Bilder und Visionen, manche sehr deutlich, ich sag mal plakativ. Manche sind kurz, manche sind länger. Und die kommen vor allen Dingen aus unterschiedlichen Regionen. Einer kommt aus USA, ganz, ganz kurz. Einer kommt aus England, einer kommt aus Irland und der Rest kommt aus Deutschland. Die meisten davon habe ich unten im Beschreibungstext für dich verlinkt. Was ich nicht habe, das ist die Prophetie von mir. 2 prophetische Bilder, die habe ich nämlich erst heute Morgen im Gebet empfangen. Okay, gut. Fangen wir an mit einem kurzen Wort von Melanie Broschinski-Schmidt. Hat sie am 20. April diesen Jahres erhalten, also so vor etwa 6 Wochen. Und es heißt, ihr sollt Licht sein. Ein ganz kurzes Wort. Große Veränderungen stehen bevor in der Welt. Okay, das ist relativ offensichtlich, nicht wahr? Alles verändert sich dramatisch. Alles heißt alles. Alles, unsere ganze Lebensgrundlage, alles verändert sich dramatisch. Hört auf meine Stimme und tut danach, sagt der Herr. Ich habe euch, mein Volk, große Verantwortung übertragen. Das ist ein Punkt, den wir auch bei Gottes Haus häufig betonen. Wir müssen wirklich im Gebet Autorität ergreifen. Wir müssen vorangehen. Wir müssen, siehe Deborah, das einfach nehmen, was der Herr uns gegeben hat. Und wir müssen in der uns gegebenen Position und Autorität wirklich dafür sorgen, dass die Machenschaften des Bösen zurückgedrängt sind. Ne? Ich habe euch, mein Volk, große Verantwortung übertragen. Seid nüchtern und besonnen, lasst euch nicht von den Umständen beirren. Ganz wichtiger Punkt. Egal was läuft, nicht beirren lassen. Weitergehen. Ich habe alles in meiner Hand, seid wachsam und fokussiert. Seid wachsam und fokussiert. Das ist auch ein Punkt, der, ja, nachdem dieser ganze Corona-Kram sich wieder eingekriegt hat und alles wieder normalisiert wird für eine gewisse Zeit, wo das leider viele aus dem Blick verloren haben, wachsam und fokussiert zu sein. Ihr tretet in eine neue Zeit ein, denn alles verändert sich, alles. Ein gewaltiges Chaos wird ausbrechen in der Welt. Ein Chaos unvorstellbaren Ausmaßes. Gewaltige Erschütterungen, die Welt noch nie gesehen hat. Das ist schon dramatisch, nicht wahr? Ihr steht kurz davor, in diese Zeit hineinzukommen. 2024 ist ein Jahr von dramatischen Veränderungen. Gut, 2024 ist ja noch nicht mal halb rum. Wer weiß, was auf uns zukommt. Und dann kommt das Wort an die Gemeinde. Ich habe euch als Licht gesetzt, zum Licht für die Menschen. Sie werden Zeichen und Wunder durch euch sehen, durch euch. Dient ihnen, gebt den Menschen Hoffnung. Nehmt ihnen die Angst. Ihr sollt Licht sein. Also der Herr spielt uns den Ball zu und sagt, ihr in diesen Erschütterungen, in den Schwierigkeiten, in den ganzen Herausforderungen,
Ihr müsst euren Job machen. Ihr müsst das tun, wozu ich euch berufen habe. Es ist wichtig, dass ihr wirklich vorwärts geht in das hinein, was der Herr ja, tun möchte. Er wird es durch uns tun. Und das ist etwas, wo wir, wie soll ich mal sagen, einfach uns bewusst sein müssen, welche Verantwortung und welche Position wir da einfach auch vor ihm innehaben, was er auch von uns fordern wird. Das nächste bezieht sich auf unsere Nation, Deutschland, ganz allgemein. Und es ist ein Wort, was mich wirklich gepackt hat. Es ist von Malte Termölen, den wir persönlich kennen, vom 16. März diesen Jahres. Heißt bis zum Ende, Fragezeichen. Und als ich dieses Wort gelesen habe, habe ich gedacht, das ist der Hammer. Und eigentlich ist dieses Wort, was jetzt kommt, auch das, was diese ganze Livestream heute ausgelöst hat, wo ich gesagt habe, darüber müssen wir sprechen. Malte war unterwegs und während er unterwegs war, hat er ein Bild bekommen. Ich bin auf dem Weg durch unser schönes Land gewesen. Ich fragte den Vater, wird es wirklich so schlimm werden? Ich sehe davon nur wenig. Die Leute leben ein normales Leben. Sofort, während der Fahrt, sehe ich ein Bild. Ich darf unser Land, nämlich Deutschland, ja, ich darf unser Land als männliche Person sehen. Eine Person, die in die Mitte von vielen anderen Personen getreten ist. In die Mitte. Diese Personen stehen für die Nation. Mhm. Deutschland nimmt den Dirigentenstab und fängt an zu dirigieren. Steht also inmitten von diesen anderen Nationen und fängt an da zu dirigieren. Erst beginnen einige Nationen sich so zu bewegen, wie Deutschland es ihnen zeigt. Das ist das, was wir in der Vergangenheit ja erlebt haben. Ja? So, Deutschland sagt der Welt, wie sie sich zu benehmen hat und ein paar wenige Nationen spielen mit. Doch da passiert was. Deutschland beginnt zu versinken. Mehr und mehr Nationen wenden ihren Blick nun auf Deutschland. Die schauen sich an, was da ist. Mehr und mehr versinkt das Land im Morast. Bald steckt die Person bis zur Hüfte im Morast und beginnt immer wilder und wilder zu dirigieren. Die anderen Nationen schauen auf Deutschland, reagieren aber nicht auf die Weisungen des Dirigentenstabes. Alle schauen zu, wie Deutschland versinkt. Nach kurzer Zeit, ist sie bis dicht unter die Schulter versunken, die Person. Nun hat sie den Stab weggelegt und sich einen Lippenstift genommen. Sie bemalt sich die Lippen, wie gesagt, ein Mann, ne? Sie bemalt sich die Lippen und ruft, seht mich an, bin ich nicht schön? Wollt ihr nicht so sein wie ich? Sehr interessant. Die Nationen unterhalten sich miteinander. Keiner macht Anstalten zu helfen. Nun versinkt der Kopf langsam. Langsam richtet das Land den Kopf zum Himmel, damit es weiter atmen kann. Mit dem letzten Atemzug ruft es, Jesus, hilf mir, und versinkt im Morast. Ratlos schauen sich die Nationen an. Was machen sie nun? Das Land, das lange Zeit ein Vorzeigeland gewesen ist, ist verschwunden. Ist weg. Verschwunden. Inmitten der Nationen steht der Feind. Er hat darauf gewartet. Er will in die Mitte treten und den Leichnam aus dem Morast ziehen und umgestalten. Die Nationen sollen zusehen und sich an Deutschland ein Beispiel nehmen. Sie sollen wie Zombies sein, die ihm, nämlich dem Feind, willenlos gehorchen. Nur der Feind hat seine Absicht damit. Aber da erschallt eine laute Stimme vom Himmel. Seht, was ich tue. Im Untergang hat Deutschland ja zu Jesus gerufen, im letzten Moment. Und jetzt kommt die Stimme des Herrn, die sagt, seht, was ich tue. Eine leuchtende Hand kommt vom Himmel, greift in den Morast,
zieht Deutschland aus dem Dreck. Als es herausgezogen wird, sehen alle, dass es nicht dreckig ist, sondern weiß. Ein weißes Gewand anhat. Es wird wieder an die gleiche Stelle gestellt. Doch jetzt versinkt es nicht mehr. Jetzt beginnt es zu predigen. Und die Nationen hören gespannt zu. Halleluja. Was für ein starkes Bild. Malte schreibt dann weiter. Im Gebet über diese Nation höre ich, wie der Vater sagt, an Deutschland werde ich den Nationen zeigen, wie meine Braut aussieht. Und viele Menschen werden ihrem Beispiel folgen. An Deutschland werde ich den Nationen zeigen, wie meine Braut aussieht. Wenn du momentan die Nation ansiehst, sagst du, das ist unmöglich. Aber der Herr sagt, seht, was ich tue. Das ist genau das, was ich hier als Ausgangspunkt für dieses Buch hatte. Die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland vor Jesus Christus die Knie beugt. Das ist die gleiche Aussage. Halleluja. Halleluja. Das ist etwas, was man nur geistlich beurteilen kann. Im Natürlichen ist das absurd. Aber das ist etwas, was prophetisches Wort eben uns gibt. Den Ausblick des Himmels auf die Situation, in der wir uns befinden. Einige Tage später, am 19. März, hat Malte dann eine Ergänzung bekommen zu diesem Bild. Er hat den Herrn gefragt, Herr, an welcher Position in diesem Bild befinden wir uns gerade? Das ist ja dieses Versinken. Wie weit sind wir quasi versunken? Wie weit ist das? Da sehe ich, dass wir uns wohl gerade dabei befinden, den Dirigentenstab wegzuleben und den Lippenstift zu nehmen. Der größte Teil des Landes ist bereits im Sumpf versunken. Völlig hilflos wartet dieser versunkene Teil darauf, dass der obere Teil des Körpers gerettet wird. Die Beine versuchen mit aller Kraft zu strampeln. Doch der Oberkörper ist völlig unbeeindruckt. Er ist sogar sauer, dass er sich bei dem Gehampel den Lippenstift nicht so schön sauber auf die Lippen malen kann. Malte sagt zum Herrn, dass ja jeder, der die Nachrichten verfolgt, das eigentlich sehen kann und dass das, diese ganze Situation wirklich nichts Neues ist. Der Herr zeigt ihm, dass der Unterkörper, dass da bereits die ersten Teile absterben. Das ist auch ein Prozess, den wir schon miterleben. Nur das, was ewig ist, wird Bestand haben. Anstatt abzuwarten, sollten wir jetzt, alles, was in dieser Welt ist, alles, was zu dieser Welt gehört, wirklich ablegen. Wir sollten uns beschneiden lassen. Wir müssen an dieser Stelle unsere Beziehung zum Vater in Ordnung bringen. Es ist wichtig. Er ist derjenige, der entscheidet, wer Braut sein wird, wer zur Braut gehören wird. Deutschland wird aus dem Sumpf gezogen, wenn es vorbereitet ist, als Vorbild für die Nationen zu dienen. Das heißt, wir müssen eine Braut sein, die tatsächlich endzeitfähig ist. Wir müssen uns vorbereiten. Malte schreibt weiter, er zeigt mir Kirchen und Gemeinden im Land, in denen humanistische Predigten mit Bibelversen gewürzt serviert werden. In den ersten Reihen sitzen Dämonen, die euphorisch Beifall klatschen. Ich sehe Menschen, deren Köpfe von Dämonen auf andere Frauen oder Männer gedreht werden. Die Engel im Raum werden von den Dämonen verhöhnt und niemand macht etwas dagegen. Das ist der Zustand in vielen Gruppierungen jetzt. Deshalb, für das, was der Herr tun wird, lass dich jetzt erschüttern, wachrütteln. Ja, lass dich jetzt prüfen. Lern deine Lektion jetzt, damit es bei den großen Erschütterungen so ist, dass du anderen helfen kannst. Leg alles Religiöse ab und zieh dein Brautgewand an. Es ist höchste Zeit für kompromisslose Ernsthaftigkeit. Das ist das Schlussplädoyer. Ich war sehr, sehr berührt von diesem mächtigen Impuls, von diesem mächtigen Bild, was ich absolut nachvollziehbar finde und wo ich sage, ja, das ist es. Mit einem Lippenstift sich anmalen und sagen, schaut mal auf mich, bin ich nicht schön, wollt ihr nicht so sein, wie ich bin, und alle anderen schütteln nur den Kopf. Ja, sehr beeindruckend. Wie gesagt, du kannst darüber weiter nachdenken, kannst es ausdrucken, ich habe es unten verlinkt, und ja, einfach ins Gebet nehmen. Ein Bild, was auch
als Bild unsere Situation zeigt, konzentriert sich allerdings nicht so sehr auf das Land, sondern mehr auf die Gemeinde, das Volk Gottes, ja, die Ekklesia, habe ich hier von Silvia Weber bekommen. Er ist auch am 19. April empfangen worden, also ja, 6 Wochen etwa alt, ganz frisch. Silvia hat eine Dampflok gesehen. Ich sah aus der Vogelperspektive eine alte Dampflok mit vielen Waggons. Es war eine Dampflok, wie man sie aus Westernfilmen kennt. Sie fuhr durch trockenes, unbewohntes Land. Hier und da waren noch verfallene alte Gebäude zu sehen. Als ich einen Blick in die Waggons machte, sah ich sehr komfortable Abteile mit rotem Samt bezogen, waren voll von jedem erdenklichen Luxus. Die Menschen darin waren schwer beschäftigt. Einige hatten Kopfhörer, Mikrofone, Papiere in der Hand. Sie delegierten immer wieder verschiedene Aufgaben, so wie ein Regisseur. Andere vergnügten sich in Cafés und Bars, die es da gab. Manche spielten Computerspiele. Alle waren sehr beschäftigt, hatten ein geschäftiges Treiben. Sie waren abgelenkt und sie realisierten nicht das, was wirklich passierte, nämlich der Zug fuhr in die Wüste. Der Zug fuhr in die Wüste. Vereinzelt waren karge Felden zu sehen. Überall war Sand. Ausgetrocknetes Land. Nicht mal die typischen Wüstenpflanzen und Tiere einer Wüstenlandschaft waren zu sehen. Es war trocken, es war heiß. Völlig einsam und verlassen. Bis auf den Zug, der zügig immer tiefer in die Wüste fuhr. Die Sanddünen wurden immer höher. Und plötzlich hörten die Schienen auf. Plötzlich waren die Schienen zu Ende. Ja? Die Schienen, die der Lok den Weg vorgaben. Und so ist die da in den Sand rein, im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet. Sie strandete mit all ihren Luxuswaggons im unendlichen Sandmeer. Schluss der Reise. Doch dann schreibt sie, es erstaunte mich, dass in den Waggons davon überhaupt keine Notiz genommen wurde. Niemand schien zu merken, dass der Zug nicht mehr weiterfuhr. Niemand erkannte, wie gefährlich die Situation war, in der sie sich befanden. Alles lief weiter wie gewohnt. Der Alltagstrott mit seiner Ablenkung ermöglichte es den Menschen nicht, die Gefahr zu erkennen, in der sie sich befanden. Und erst als die Vorräte zur Neige gingen, merkten die Leute, wo sie sich befanden. Wie interessant ist das denn? Das ist doch wirklich ein starkes Bild, was die Situation so beschreibt. Da ist Gefahr, da sind übelste Pläne. Das wird immer trockener, immer gefährlicher, immer dramatischer und man ist mit irgendwas beschäftigt und realisiert gar nicht, in welcher Situation man sich befindet, weil man ist ja so mit seinem Kram da beschäftigt. Mhm. Und wenn die Vorräte zu Ende gehen, wenn es nicht mehr so ist wie vorher, dann wachen die Leute auf. Panik brach aus. Die Menschen verließen den Zug und rannten orientierungslos in verschiedene Richtungen. Keine gute Idee. Kein Ziel in Sichtweite. Keine Lebensmittelvorräte, aber vor allem kein überlebenswichtiges Wasser weit und breit. Wasser natürlich für uns vor allen Dingen ein Bild für den Heiligen Geist. Auf einmal lenkte der Heilige Geist meinen Blick in eine andere Richtung. Dort sah ich Jesus. Ich sah, wie er dort stand, riesengroß, nicht zu übersehen. Er stand da, einladend mit geöffneten Armen. Und sie hört im Heiligen Geist, ich werde euch in die Wüste führen. Fern von aller Ablenkung werdet ihr mich erkennen. Ich, sagt der Herr, werde euch in die Wüste führen. Fern von aller Ablenkung werdet ihr da mich erkennen. Und sie sagt, das erinnert sie natürlich an Hosea 2, ab Vers 9 bis 23, wo es genau um diese Situation geht. Der Herr holt sein Volk in die Wüste, ja, dort deckt er alles auf, die Sünden und so weiter, erbarmt sich über sie und versorgt sie neu. Kannst du mal lesen, Hosea 2, ab Vers 9. Was für ein Bild. Die Ekklesia merkt nicht, in welcher Situation sie sich befindet, rennt ins Verderben und dann ist Jesus da. Und das Gleiche gilt auch für unser Land. Das Land realisiert gar nicht, in welcher gefährlichen Situation es ist. Und die Leute irgendwann merken, hey, wir sind echt gestrandet. Und dann ist Jesus da. Dann ist Jesus da mit weit ausgebreiteten Armen.
Am 17. April erweiterte sich das Bild. Es war derselbe Ablauf, doch am Schluss setzte sich Jesus auf den Boden und schrieb in den Sand. Und er schrieb, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt sie, heute am 19. April, auf dem Weg zum Bahnhof, sah ich wieder Jesus in den Sand schreiben. Er schaute mich an und sagte, ich werde eine neue Geschichte mit euch schreiben. Ich werde eine neue Geschichte mit euch schreiben. Ja, die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland die Knie beugt vor Jeschua HaMashiach. Dann ging es noch ein bisschen weiter. Als sie den Herrn da sah, da konnte sie seine Wundmale an den Händen sehen. Und als er aufstand, konnte sie auch seine Füße sehen. Und sie hat die Nägelmale gesehen. Und sie sah, wie eine Person von denen, die da waren, eben kam und sich zu seinen Füßen in den Staub warf und diese Füße fest umklammerte und dabei herzzerreißend weinte. Und sie selber fing auch an zu weinen, weil sie die Gegenwart Gottes gespürt hat, seine Liebe gespürt hat. Sie begann den Herrn zu preisen, zu danken für das, was er getan hat. Und plötzlich hatte sie selber intensiv das Verlangen, seine Füße zu umklammern und festzuhalten, weil sie so überwältigt war von so viel Liebe, die der Herr für sie hat. Und sie sagt, das, wo wir hineingehen, wird eine großartige Zeit der Buße sein und der Umkehr. Es wird auf uns zukommen, eine Zeit, in der wir neue Zurüstung im Heiligen Geist erfahren. Seine Liebe wird die Herzen der Menschen ergreifen und überall spürbar sein. Halleluja. Ich glaube, dass dieses Wort, wo natürlich wirklich auch sehr, sehr viel drinsteckt, für viele von uns ein echter Segen sein kann. Ein anderer Impuls, auch ein Bild, eine Vision, und zwar von Chris Bennett. Chris Bennett aus England, den ich persönlich sehr schätze, der sehr mächtige Worte und Impulse hat, die wir auch schon öfter weitergegeben haben. Dieses ist hier vom Dezember, 18. Dezember letzten Jahres. Und es trägt den bemerkenswerten Titel Erweckung aus der Perspektive des Himmels. Er sieht Folgendes. Ich befinde mich hoch über der Erde, höher als ein normales Passagierflugzeug. Ich kann das Land unter mir sehen. Ich sehe das Meer an der Küste. Wir sinken herab, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Und ich kann sehen, wie das Meer wütend an der Küste brandet. An einigen Stellen prallt es einfach ab, hat keine Auswirkung, aber an anderen Stellen sehe ich, wie das Land von den unerbitterlichen Wellen, die an die Küste schlagen, erodiert. Wir steigen höher und bewegen uns ein Stück ins Landesinnere. Ich sehe, wie sich an mehreren Stellen Wolken sammeln und herumwirbeln. In der Mitte von diesen Wolken, den wirbelnden Wolken, scheint ein Feuer zu sein. Und dieses Feuer scheint schnell zu wachsen. Wieder gehen wir näher heran und ich sehe, dass in den wirbelnden Wolken Rauch ist. Und dieses Feuer, dieser Feuerpunkt ist in Wirklichkeit ein richtiges Inferno, ein Waldbrand-Inferno. Es breitet sich schnell aus. Die Wolken folgen diesem Feuer und gießen Regen darauf, um es auszulöschen. Aber es bleibt ohne Wirkung. Das Feuer breitet sich weiter aus und wächst. Schließlich sieht er, dass es mehrere solche Feuer gibt und dass die zusammenkommen. Und als zwei oder drei solche Feuer nahe genug zusammengekommen sind, passiert, dass sie sich zu einem riesigen, großen Feuer vereinigen. Jetzt vermag er nicht mehr durch die Wolken, den Rauch und das Feuer hindurchzusehen. Doch er sieht weiße Rauchschwaden, die sich durch die ganze Feuersbrunst winden und scheinbar verschwinden, wenn sie in die obere Atmosphäre kommen. Interessant. Also Feuer, was Rauch bringt, gleichzeitig sind da diese Wolken, das Ganze wird ein riesiges Inferno, mehrere Feuer vereinigen sich und er hat eben diese weißen Rauchschwaden gesehen. Dann ganz plötzlich höre ich einen Schofarton, lang und klar, erschreckend nahe bei mir. Ich sehe viele Engel um mich herum erscheinen, die in die Wolken den Rauch und die Flammen eintauchen. Und ganz in der Nähe höre ich eine Stimme. Das ist der Krieg, der Erweckung in der Himmelswelt ist.
Das ist der Krieg der Erweckung in der Himmelswelt ist. Die Stimme fährt fort. Der Sturm an der Küste. Das ist Krieg um euer Territorium. Die Wolken, die geschickt wurden, um jedes Zeichen von Erweckung, nämlich von dem Feuer, das Feuer steht für Erweckung, um jedes Zeichen von Erweckung wegzuspülen, die gehören dem Feind. Aber der Rauch und die Flammen, die kommen von der Erweckung selbst, wo mein Heiliger Geist Öl auf die Funken gießt, der diese Erweckung auslöst. Der weiße Rauch, das sind die Gebete der Fürbitter, die an der Erweckung festhalten und um die Hilfe bitten, damit diese Erweckung bleibt und sich ausbreitet. Und dann sagt der Herr zu ihm, mein Sohn, du beobachtest Erweckung aus meiner Perspektive, aus der himmlischen Perspektive. Und dann kommt etwas sehr Herausforderndes auch für uns. Ich habe eine Aufgabe für dich, sagt Gott zu ihm. Der Grund, warum ich dir das zeige, ist, dass ich möchte, dass du den Funken entzündest, der alles in Gang setzt. Ich möchte, dass du Erweckung in Einzelpersonen, in Gruppen, in Gemeinden, in Städten und Dörfern entfachst. Ich möchte, dass du mir hilfst, meinem Volk und den Verlorenen um dich herum wieder Erweckung zu bringen. All das hat hier der Christ gesehen, weil Gott sagt, hey, ich habe einen Job für dich. Das siehst du, weil du einen Auftrag hast. Aber Herr, protestierte ich, doch er stoppt mich. Du bist nicht allein. Es wird viele wie dich geben, die meine Worte der Ermutigung zu meinem Volk bringen. Und dann sagt der Herr zu ihm, dass es bereits an vielen Orten begonnen hat und bald an vielen weiteren Orten beginnen wird. Und das ist ein Wort für dich und ein Wort für mich. Wir sind die Leute, die Erweckung zu den Menschen bringen sollen. Wir sind die Leute, die dieses Feuer entfachen sollen. Und dann gibt es mehrere Feuer und wenn die sich verbinden, bricht etwas auf. Der Herr will uns gebrauchen. Es passiert nicht irgendwie mysteriös vom Himmel kommt, sondern er will uns gebrauchen, dieses Feuer in unserem Umfeld wirklich freizusetzen. Wir sind die Träger der Erweckung, wir sind die Träger der Verheißung, wir sind die Träger des göttlichen Feuers. Wenn wir nicht aktiv werden, wird wenig passieren. Aber der Herr will, dass wir da hineingehen. Und der Christ spricht uns dann an und er sagt, ich möchte euch alle fragen, wer wird sich verpflichten, ein Funke der Erweckung für einen, zwei oder viele Menschen in eurem Umfeld zu sein? Sagt es nicht mir, sagt es dem Herrn. Aber meldet euch nicht freiwillig, wenn ihr nicht jedes Wort wirklich ernst meint. Es ist an der Zeit, die Sache mit dem Königreich wirklich ernst zu nehmen, vor allem wenn es um Erwecken geht. Das ist genau das, was Malte gesagt hat. Es ist Zeit, in eine Ernsthaftigkeit hineinzutreten. Dieses Wort hallt durch die Zeit für heute. Es gilt für eine solche Zeit wie diese. Du und ich sind für eine Zeit wie diese hier. Der Heilige Geist wartet darauf, dass wir genau in dieser Zeit in unsere Bestimmung hineintreten. Tu es einfach. Tu es einfach. Erweckung aus der Perspektive des Himmels. Was für ein starkes Wort. Was für ein starker Impuls. Wir dürfen diese Leute sein, die dieses Feuer entfachen. Wo der Herr dann mit seinem Geist, mit seinem Wind, mit seinem Öl einfach das zum Lodern bringt. Wir sind gefordert. Und es ist wichtig, dass wir uns über unsere Autorität und unsere Position und unsere Identität bewusst sind. Das ist einer der Hauptpunkte bei Gottes Haus, wo wir immer und immer wieder drüber sprechen. Wir müssen wissen, wer wir sind, Könige und Priester und Gesandte und Repräsentanten Gottes, damit wir das tun, was der Herr getan haben möchte. Halleluja. Halleluja. An der Stelle ein ganz, ganz kurzes Wort, was mich auch gesegnet hat, was mich berührt hat von einem Amerikaner, Demonte Edmonds. Das ist vom Januar, 10. Januar diesen Jahres. Ganz kurz. Er hat ein langes Wort gehabt, wo es über Worte für die USA, die Gemeinden, die Nationen geht. Und den Part, den ich mir rausgeholt habe, der ist natürlich das, was für Deutschland gilt. Ein prophetisches Wort für den Leib Christi.
Ich sah eine riesige Vision von Reinhard Bonnke, der mitten in Deutschland kniete. Ein riesiges Bild von Reinhard Bonnke, der mitten in Deutschland kniete. Mitten in Deutschland. Was wie eine Schockwelle oder wie ein Überschallknall aussah, breitete sich von dort aus auf die umliegenden Nationen aus. Die Stimme des Herrn sagte zu mir: Ich gebe eine Reinhard-Bonnke-Salbung für Massenrettungen in Mitteleuropa und in Osteuropa frei. Halleluja. Das ist genau das, was sich hier mit all diesen Bildern verbindet. Der Herr will etwas freisetzen und will uns als sein Volk in diese Position hineinbringen, das wirklich umzusetzen. Halleluja. Halleluja. Also ich in der Vorbereitung war wirklich gesegnet von diesen Impulsen und diesen Worten. Sie haben mich im Glauben wirklich gestärkt. Das nächste Wort ist von Veronika West aus Irland. Veronika West ist jemand, den wir auch öfters mal zitieren, weil sie hat sehr ungewöhnliche Ansätze als eine sehr bekannte Prophetin. Es ist ein Wort, das für uns als Volk Gottes gilt. Und da geht es nämlich genau darum, dass wir ein Verständnis für unsere Position und unsere Autorität haben müssen. Wir müssen wissen, was unsere Identität ist in Christus. Wenn du das nicht weißt, ist das, was jetzt hier kommt, für dich komplett unverständlich. Aber wenn wir wissen, wer wir sind im Herrn, wie sehr er uns gebrauchen will, wie wichtig wir für ihn sind, was er durch uns tun will, dann wird dieses Wort auch zum Segen für dich sein. Es ist vom 20. Dezember 23 und es heißt 2024, das Jahr, in dem sich die Krieger erheben, glänzen, brüllen und herrschen. Halleluja. Veronika schreibt, 2024 ist eine Tür, die zu einer größeren Manifestation der Reformation des Königreiches und der göttlichen Wiederherstellung inmitten einer größeren Erweckung, einer größeren Ernte und eines größeren Krieges führt. Krieges. Jetzt nicht im Natürlichen, sondern eben dieser geistliche Krieg, dieser geistliche Aufbruch, dieses geistliche Veränderung. Erhebt euch, Krieger! Es ist Zeit zu glänzen, zu brüllen und zu herrschen im Jahr 2024. Ich höre, wie der Heilige Geist sagt. Und jetzt kommt das Reden des Herrn. Ruft mein Volk in Buße zum Altar. Ruft sie an den Ort des Feuers und der Macht. Denn dies ist eine kritische und strategische Stunde. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Hör zu, denn im Lager des Feindes ertönt ein Jubelschrei, weil er sich auf größere Siege freut. Genau, wenn du dich kritisch mit der Situation beschäftigst in dieser Welt, dann weißt du, dass im Lager des Feindes ganz schön viel Jubel ist. Aber der Herr sagt, nein. Nein, sage ich, denn ich habe einen Überrest für eine solche Zeit wie diese vorbereitet. Ein heiliges und auserwähltes Volk, kühn, mutig, furchtlos angesichts des Feindes. Sie haben die Hörner des Altars ergriffen und der Klang ihrer Rufe in wahrer Buße hat den Hofsaal des Himmels erfüllt. Ihre Tränen haben die goldenen Schalen gefüllt und ihre Gebete, Tag und Nacht, haben meine Nase wie ein duftendes Parfüm erfüllt. Ha, seht nun zu, wie das Gewicht ihrer Buße, ihrer wahren Buße und ihrer Anbetung die Waage der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit zu verschieben beginnt. Denn es kommt ein plötzlicher, göttlicher Wendepunkt, der die Werke des Königreiches der Finsternis vereiteln wird. Halleluja. Es kommt zu einem Wendepunkt und die Pläne und die Werke des Königreiches der Finsternis werden vereitelt. Yes! Ich sage euch die Wahrheit. Der Klang des Feierns des Feindes wird bald durch den Klang des Brüllens des Löwen von Juda zum Schweigen gebracht werden. Habe ich nicht gesagt, dass dieser Krieg bereits gekämpft und gewonnen wurde? Der Feind wurde besiegt, bevor auch nur ein Schuss abgefeuert wurde, bevor auch nur ein Schwert gezogen wurde, bevor auch nur ein Schild gehoben wurde.
Geliebte, Geliebte, habe ich euch nicht die Kraft gegeben, gegen eure Feinde zu bestehen, die euch unerbitterlich verfolgen? Habe ich euch nicht die Kraft gegeben, standhaft und unbeweglich zu bleiben angesichts jeder satanischen und dämonischen Angriffs, der auf euch zukommt? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wenn ihr euch voll und ganz dem Werk meines Reiches hingebt, werdet ihr standhaft bleiben und sehen, wie die Rettung des Herrn für euch vollendet wird. Haltet euch an diese Wahrheiten, meine Überwinder, denn das ist entscheidend für den Sieg. Den Sieg, der sich in eurer Mitte manifestieren wird. Wenn ihr mit mir an himmlischen Orten sitzt, das ist ein Bibelvers aus Epheserbrief, dann wird Satan den Kampf an irdischen Orten sicher verlieren. Denn diese Kämpfe sind nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscher, gegen die Mächte, gegen die Kräfte dieser dunklen Welt, gegen die geistigen Mächte des Bösen im himmlischen Bereich. Das ist doch genial. Das ist genau wie das Bild, was Chris Bennett hatte. Erweckung aus der himmlischen Perspektive. Wir sollen mit Gott zusammenarbeiten. Wir müssen diesen Blick aus der himmlischen Dimension haben. Wir müssen von Gott aus sehen, wie das ganze Ding aussieht. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das ist nicht unser Level, das ist nicht unsere Ebene. Wir kämpfen auf einer anderen Ebene, auf einem höheren Level. Wir kämpfen gegen die Mächte und Gewalten und die Weltbeherrscher dieser Finsternis und die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Epheser 6, Vers 12. Das ist unser Job. Das ist das, was wir tun sollen. Und es ist gut, wenn wir wissen, wie wir da effektiv sind. Wie wir in der Autorität, die uns gegeben ist, da vorangehen und diese Mächte einfach zur Raison rufen und gegen sie vorgehen. Halleluja. Warum? Damit hier das, was der Herr getan haben möchte, passiert. Damit sein Reich gebaut wird. Damit seine Herrlichkeit zu sehen ist. Damit wirklich hier das, was er verheißen hat, hervorkommt. Erweckung. Und dann geht das Wort weiter, was der Herr durch Veronika West hier uns gibt. Erhebt eure Stimmen wie den Klang vieler lauter Trompeten. Lasst den Schlachtruf des Sieges erschallen und seht zu, wie die Mauern einstürzen. Ich sage, erhebt euch. Es ist an der Zeit. Denn ich habe euch zu Königen und hohen Priestern gekrönt, damit ihr auf dem Thron sitzt, um an meiner Autorität und Macht teilzuhaben, sodass meine Herrlichkeit auf der ganzen Erde gesehen werden kann. Das ist meine größte Freude, Geliebte, dass wir zusammenarbeiten und in die Nationen hinausgehen, um Festungen abzubauen und den Fürsten der Finsternis zu entthronen. Ich habe alles, sagt Gott, ich habe alles, was ich habe und alles, was ich bin, in euch investiert, damit das Erbe, das ich euch versprochen habe, nicht verloren geht oder gestohlen wird. Also nehmt es jetzt. Ihr braucht nicht zu warten, der Reichtum der Nationen gehört euch. Wenn ihr in mir regiert und ich in euch regiere, wird meine Herrlichkeit auf der Erde offenbar werden und das Licht meines Sohnes wird die Dunkelheit vermindern und mein Wille wird geschehen und mein Reich wird auf Erde kommen, wie es im Himmel ist. So, dieses Wort, das ist etwas, was mächtig ist, aber wir müssen ein Verständnis haben, wie das funktioniert. Schau, Gott will durch uns arbeiten. Ohne uns wird er nichts tun. Wir können ohne ihn nichts tun, aber er will ohne uns es nicht tun. Er will uns gebrauchen. Es ist etwas, was zusammenkommen muss. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir uns ihm hingeben, wie er hier sagt, mit ihm zusammenarbeiten, ist alles möglich. Deshalb ist es so wichtig, in einer sauberen, guten, geklärten Beziehung mit ihm zu leben, sich vom Heiligen Geist reinigen zu lassen und wirklich zu den Jungfrauen zu gehören, die ihr Öl dabei haben, die genug haben, damit es brennen kann. Die Stunde ist wirklich reif dafür. Halleluja. Und dann sagt sie noch, Jesaja 54 ist ein Schlüssel und eine Verheißung für dieses Jahr 2024. Wenn dich das interessiert, du kannst es dir, wie gesagt, unten im Beschreibungstext als PDF ausdrucken, dieses Wort. Kannst da weiter hineingehen, das studieren und kannst natürlich dazu auch Jesaja 54 lesen. Da heißt es unter anderem, einige Verse aus diesem Kapitel, mach den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt, spare nicht. Oder
Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden. Oder der bekannte Vers: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Yahweh, dein Erbarmer. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Und natürlich ein super, super wichtiges Wort, was du dir wirklich nehmen musst, aufschreiben musst, am besten auswendig lernen musst, Jesaja 54, Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Weißt du, das ist eine super wichtige Bibelstelle. Das ist etwas, was wir proklamieren, wo wir im Gebet vorangehen, was wir wirklich einsetzen können gegen die Machenschaften des Feindes, wenn wir sagen, keine Waffe, die sich gegen mich erhebt, der wird es gelingen. Halleluja, Halleluja. Ein super starkes Wort von Veronika West für das Jahr 2024. Ich fand, das ist sehr, sehr aktuell und es ist etwas für Leute, die ja im Glauben gestärkt sind, gesettelt sind und wissen, welchen Auftrag sie von Gott haben und welche Position sie vom Herrn eben hier als Kinder Gottes tatsächlich bekommen haben. Halleluja! Das nächste ist von Petra Simon vom 6. April, auch relativ frisch. Petra leitet mit ihrem Mann Martin den Dienst M. Kadesh. Wie der Vater eingreift und uns daran beteiligt. Genau. Wie wir an dem Wirken Gottes beteiligt sind. Das ist genau das, was da anknüpft. Und sie hat zwei Bilder, zwei Visionen. Ich frage den Vater, wie es mit Deutschland aussieht. Das war genau das, was Malte gemacht hat. Ne? Er hatte auch den Vater gefragt, wie ist denn jetzt die aktuelle Situation? Und sofort hat sie ein Bild. Da flog ich über Wiesen und Wälder und sah, wie ein schwarzer Schatten, gefolgt von einem schwarzen Heer, das Land einnahm. Die Menschen flohen und rannten um ihr Leben. Die Angst stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Es blieb nur schwarzes, verbranntes Land übrig. Die Erde bebte mehrmals gewaltig, sodass man einen halben Meter hochflog. Gelände sich von jetzt auf nachher änderte. Hohes war niedrig, niedriges war hoch. Manchmal so hoch, dass sogar Wasserfälle entstanden, Flüsse in eine andere Richtung flossen. Erde riss oft auf, Flüsse stürzten in die Tiefe. Es zischte und dampfte. Und mancher Fluss nahm einen anderen Verlauf. Also, was sehen wir hier? Zerstörung, Zusammenbruch, Erschütterung. Er hat gesagt, Vater, wie sieht es mit Deutschland aus? Und das ist das Bild. Ein schwarzes Heer, Zerstörung und eben diese Erdbeben. Und wo ist dein Eingreifen? Fragte ich den Vater und sofort hat sie wieder ein Bild. Dann sah ich etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich wie ein Rehkitz, ein Fohlen und eine junge Gazelle von Dämonen gejagt wurden. Der Vater hatte einen Stift in der Hand und machte einfach einen Strich, wie auf einem Blatt Papier. Er machte einen Strich zwischen den Dämonen und diesen Jungtieren. Die Dämonen konnten nicht darüber. Sie konnten diesen Strich nicht übertreten. Die Jungtiere waren fix und fertig. Der Vater sprach zu ihren Seelen, tippte sie zärtlich mit dem Finger auf den Kopf. Dann grasten sie friedlich. Panik und Angst war aus ihren Augen verschwunden. Die Dämonen auf der anderen Seite, die schnaubten vor Wut. Das ist ein Bild, natürlich für diese geängstigten Menschen, die in dem ersten Bild da zu sehen waren. Diese schwarze Macht, ja, wovor die Leute fliehen. Das ist jetzt sozusagen ein Detail. Ein Detail. Geängstigte Menschen, die fliehen müssen. Und dann greift Gott ein. Aber er greift ganz anders ein, als wir uns das vorstellen. Er greift ganz anders ein. Er zieht einfach nur einen Strich. Er sagt, eine Grenze, hier bis dahin noch nicht weiter. Und die dämonischen Mächte können da nicht drüber. So, die Dämonen schnappten vor Wut, aber der
Vater kümmerte sich nicht drum, sondern zeichnete einfach weiter. Und wo er den Stift ansetzte, da musste auch das schwarz verbrannte weichen. Er hat es einfach neu gezeichnet. Er malte eine komplett andere Landschaft. Blumen, Hügel, Wiesen. Aber er malte nicht einfach so drauf los, sondern es war ein inneres Bild, das er auf Papier brachte, beziehungsweise in Realität brachte. Gott wirkt Neues und sie hat es gesehen, wie wenn er malt. So, dieses Malen ist etwas, was den Feind begrenzt und gleichzeitig Neues schafft. Dann hat sie gehört das Lied Servant King, also der Herr, der eben uns dient. Ja, und es ist Zeit, ihm zu folgen. Er ruft uns, dass wir ihm folgen und so weiter. Das hörte sie immer wieder. Dann kam ein paar Mal hintereinander, Herr, gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Kennen wir bestimmt. Sie hat das gehört als eine Zusage Gottes dazu. Und dann passiert etwas Bemerkenswertes. Sie sah, wie Gott ihr selber einen Stift in die Hand gibt. Und zwar den gleichen, wie er ihn hatte. Er malte, was im Geist Realität werden sollte. Und den gab er ihr. Und dann hat er ihr einen Platz gezeigt, wo sie malen durfte. Und zwar so, wie sie sich das vorstellte. Ich war wieder ein Kind und um mich herum waren viele Jungen und Mädchen, die auch malten. Manchmal haben wir zusammen gemalt. Nach einiger Zeit hat sie den Vater gefragt, Vater, um was, wenn jemand etwas Gefährliches oder Böses malt? Dann werdet ihr schon lernen, damit umzugehen, sagte der Vater und malte weiter seine Landschaft. Wohlgemerkt, es geht um Deutschland. Er malte ein neues, göttliches, von ihm kreiertes Deutschland. Und warum zeigst du mir das? fragte sie. Damit du dich vorbereitest, sagte der Vater. Auf was? Was du malen willst. Was du malen willst. Nun war meine Kinnlade unten, sagt Petra. Mir schwirrte der Kopf, ich war platt. Was ich malen will? Hier geht es um die Autorität und die Position, die der Herr uns gibt. Ja, als Könige, als Priester, in der Verantwortung von ihm, sind wir aufgefordert, durch unsere Worte kreativ Neues zu schaffen. Er vertraut uns das an, dass wir gemäß seinem Willen, durch seinen Geist geleitet, Neues tun, Neues schaffen, Neues kreieren. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Das tun wir normalerweise durch unsere Worte, durch unsere Gebete, durch unsere Deklarationen, Proklamationen. Und hier in dem Bild war es eben dieses Malen. Aber überleg mal, der Feind hinterlässt ein schwarz verbranntes, kaputtes Land mit geängstigten Menschen und der Herr kommt und malt es ganz neu. Deutschland in einer Situation wie dieses Untergehen, was Malte gesehen hat. Und dann kommt etwas komplett Neues, anderes hervor, durch Gottes Eingreifen. Wow! Etwas, was mich ebenfalls sehr, sehr gesegnet hat. Und dann kam es dazu, dass ich natürlich dem Herrn gesagt habe, Herr, ich brauche auch was. Ich möchte auch von dir hören. Wie sieht das aus? Was sagst du zu Deutschland? Das waren hier starke Bilder, Visionen. Und das ist etwas, was nochmal anders ist, als wenn man einen Text hat, wenn man so ein Bild hat, was man sich visualisieren kann, wo man auf eine andere Art und Weise einfach merkt, wie Gott wirken wird. Halleluja. Überleg doch mal, was für interessante Bilder. Diese Lok, die in der Wüste hängen bleibt. Dieser Typ mit dem Dirigentenstab und dem Lippenstift, der versinkt. Dieser mächtige Feuersbrunst aus dem Blick des Himmels. Ah, und jetzt das hier. Halleluja. Und es war tatsächlich so, dass heute Morgen war ich im Gebet, so gegen 4.30 Uhr. Und da gab der Herr mir auch ein, beziehungsweise genauer gesagt zwei Bilder. Deutschland, ein Staunen für die Welt. Ich bat den Herrn, mir ein Bild zu zeigen zur geistlichen Situation in Deutschland. Zunächst sah ich nichts, sondern ich hörte etwas. Ich hörte Lärm.
Also Krach. Und zwar so, wie wenn irgendwo ein großer Markt ist. Ja, also einfach so wie in der Stadt. Stadtlärm. Und das wurde auch zunehmend, das wurde lauter. Viele Leute, die geredet haben, gerufen haben, Kinder, die gekrischen haben und gelacht haben. Ja, irgendwo Hundegebell, dann Autos, Züge, Flugzeuge, aber auch Kühe dazwischen. Ja, also richtig Remi-Demi. Ich würde es als Großstadtkrach bezeichnen. Sehr belebt, sehr busy, alles war da in Action. Also richtig laut. Und urplötzlich kam es zu einer gewaltigen Detonation. Eine gewaltige Detonation. Und dann war Totenstille. Bis dahin hatte ich noch nichts gesehen, nur gehört. Totenstille. Ich habe gedacht, Hilfe, das klingt ja wie ein Bombenabwurf. Ein Bombenabwurf, wo irgendeine fürchterliche Bombe detoniert und die Menschen eben umbringt. Ich dachte, das Leben wäre ausgelöscht. Also diese Geschäftigkeit und der Lärm haben jedenfalls aufgehört. Und dann hörte ich ein Kind singen. Ein Kind. Und zwar hat es ein Loblied gesungen. Ein ganz, ganz einfaches. So etwa wie, ich weiß, Jesus liebt mich. Ja, so ein ganz, ganz einfaches Kinderlied. Und dann sah ich. Auf einmal konnte ich in die Situation hineinsehen. Ich habe gesehen, wie dieses Kind, kleines Kind, da war und gesungen hat und es wurde wie mit Licht umkleidet. Die Schekina-Herrlichkeit kam auf dieses Kind, das war wie Feuer, es war glänzend, es war leuchtend. Und das Kind, was da gesungen hat in dem Lobpreis, war eben mit dieser Herrlichkeit umkleidet, mit dem Licht, mit dem Feuer. Und dieses Kind ging dann zu einem anderen Kind, was da war, und gab einfach ganz kindlich dieses Feuer und diese Herrlichkeit weiter, dieses Licht. Und auch dieses zweite Kind begann zu singen. Das hatte sich also einfach entsprechend aufgeteilt. Dann gingen beide wiederum zu jeweils einem anderen Kind und gaben das weiter. Und dann waren es schon vier. Und diese gingen wieder weiter und du hast dann diese Vervielfachung, dann 8, dann 16, dann 32, 64 und so weiter und so weiter. Und die Kinder, immer mehr nahm der Lobpreis zu, ihr Singen, und es wurde immer heller und immer feuriger, ja, immer lichter. Der Lobpreis schwoll an und gleichzeitig wurde die ganze Atmosphäre immer klarer. Immer mehr Menschen wurden Teil des Lichtes und Teil des Lobpreises. Halleluja. Es waren allerdings nicht alle. Es gab auch einen Bereich der Dunkelheit, der dunkel blieb. Und da habe ich sowas wie so ein Gewimmel, so ein Gewusel da drin gesehen. Ja? Und durch das Licht war dieser Teil der Dunkelheit relativ deutlich zu erkennen. Und das hat sich so richtig zusammengerottet. War allerdings echt in dem ganzen Bild nur so eine kleine Ecke. Der weitaus größte Teil war ins Licht gekommen. Und dann hat der Herr Folgendes gesagt. Ich werde Deutschland zu einem Staunen für die Welt machen. Kindlicher Glaube, kindlicher Lobpreis wird das Feuer meines Geistes und meiner Herrlichkeit tragen, nicht Menschengemachtes. Der Zerbruch kommt. Der Lärm des Weltsystems wird verstummen. Seid bereit, euch gebrauchen zu lassen. Seid bereit, mein Feuer und meine Herrlichkeit zu empfangen und weiterzugeben. Die Pläne des Feindes werden trotz aller Zerstörung nicht gelingen. Aus der Katastrophe erblüht die Erlösung. Das Licht wurde immer intensiver, immer heller und heller. Der Lobpreis wurde immer lauter und lauter und das Feuer wurde immer heißer. Immer mehr Menschen kamen dann aus der ganzen Welt sogar hierhin, um dieses Feuer zu empfangen, um sich davon entzünden zu lassen und diese Herrlichkeit zu tragen. Und dann in dieser Vision, die ich hatte, war es, als ob plötzlich der Vorhang fällt. Dann war es zu Ende. Ich dachte, das passt so gut in diese anderen Bilder, die wir hier gesehen haben. Das ist genau die gleiche Richtung. Von einem anderen Ansatz, von einem anderen Punkt, wie der Herr es einfach zeigt. Und wenn das eine oder andere Bild jetzt nicht zu dir gesprochen hat, gibt es bestimmt welche, die für dich passen. Also das habe ich noch nicht als PDF, habe ich erst heute Morgen bekommen, muss ich noch abschreiben und einstellen.
Danach habe ich noch ein zweites bekommen, ein ganz kurzes. Ein zweites Bild, was auch in die gleiche Richtung geht. Ich sah ein altes Auto. Eine richtige Schrottkarre, ein altes Auto. Deutsche Produktion, deutsches Produkt. So, das Auto stand vor einer Schrottpresse. Kennst du bestimmt. Es kam in diese Schrottpresse hinein, kam so richtig von allen Seiten da der Druck und es kam als ein Metallwürfel, so richtig zerquetscht, demoliert, zerdrückt dann raus. Ein Metallwürfel aus diesem Auto. Am Auto war nichts mehr zu sehen, nur noch dieser Metallwürfel. Dieser Metallwürfel war auf einem Förderband und lief also weiter. Und dann kam er in etwas, das erste Moment dachte ich, das ist eine Waschstraße, das war so ein Raum, wo dann auch so seitlich da die Tore runtergingen und da war so ein Fenster, wo ich reingucken konnte, was da passierte. Und es hielt da an, dieser Würfel, und auf einmal passierte da geschah da an diesem Würfel alles Mögliche zu passieren. Ich schaute da rein und ich bemerkte, dass es immer heller wurde, dieser ganze Raum da, dass da auch dieser Raum von Licht und Herrlichkeit erfüllt wurde. Und dass dieses Objekt, dieses zerdepperte Metallobjekt, sich veränderte. Es wurde daran gearbeitet, ja, und das war fast wie eine Metamorphose. Nach einiger Zeit öffnete sich das Tor und es kam ein glänzendes, silbernes, chromfunkelndes, schnittiges Segelflugzeug heraus. Und das war kaum draußen, da wurde es an einen Haken gehängt und hochgezogen. Der Herr sagte, wenn etwas Altes stirbt, kann etwas Neues entstehen. Das Alte und Verbrauchte kommt zum Ende. Ich forme es um. Mit mir könnt ihr fliegen. Ein Bild für Deutschland. Das rostige, zerbeulte alte Auto kommt in die Schrottpresse. Aber das ist nicht die Ende der Geschichte, das Ende der Geschichte. Der Herr schafft etwas Neues daraus. Ein Staunen für die Welt. Du merkst, dass diese Bilder wirklich in die gleiche Richtung gehen. Das fand ich bemerkenswert. Diese Phase von Schwierigkeiten, von Zerbruch, von Erschütterung und gleichzeitig dem, was der Herr sagt, was er durch diese Nation und durch die Ekklesia in dieser Nation tun wird. Und natürlich auch die deutschsprachigen Länder überhaupt. Dann zum Abschluss ein mächtiges Wort von Claudia Wagner. Das war ein Impuls, den hatte sie auf unserer Konferenz vom 9. Mai, 9. bis 12. Mai hier in Rothenburg auf der Dranbleiben-Konferenz. Da hat sie das empfangen. Und ich hatte letzte Woche, als wir unseren Konferenzrückblick gemacht haben, schon einen Teil davon, einen kleinen Teil davon vorgelesen. Ich möchte daran nochmal erinnern. Das war folgende Situation. In der Arena gab es etliche Bilder und Visionen und Impulse von verschiedensten Leuten, die gesagt haben, hier ist eine sehr hohe Engelsdichte, hier sind viele, viele Engel unterwegs und vor allen Dingen der Löwe von Juda, also ein riesiger Löwe, ist hier in der Halle. Und die Claudia schreibt in ihrem Feedback zu der Konferenz, als am ersten Abend in Rothenburg Jeschua als riesiger Löwe mit seiner gewaltigen Entourage, seiner Gefolgschaft von Engeln die Arena betrat, mit Feuer unter seinen Tatzen, wurde ich sofort hellhörig. Auch die Präsenz des Themas Gideon mit seinen 300 Kämpfern über die ganze Konferenz hinweg war für mich der Hammer. Denn die prophetische Ebene dieser Geschichte für unsere jetzige Zeit beschäftigt mich schon seit Jahren. Ich glaube und ich weiß, dass diese Aktion, also dieser Schofareinsatz, einen gewaltigen Durchbruch für die deutschsprachigen Länder bewirkt hat. Und während des ganzen Abends stand der mächtige Löwe von Juda vorne und brüllte mit den Schofarrott. Von diesem Abend an sah ich im Geist den Löwen immer vorne sitzen, und zwar auf dem Thron. Aber es standen seine Feuerpranken vor ihm auf dem Boden. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann waren die Dimensionen der Erde und des himmlischen Thronraums miteinander verbunden.
Das ist Leute, die Visionen haben, die haben häufig so etwas. Das kann man nicht gut beschreiben. Das ist etwas, du siehst, wie Dinge ja ineinander fließen, zusammenkommen. Und das war der himmlische Thronraum und eben hier die Arena, in der wir uns befunden haben. Sie sagte, oh, das war andersrum, dass der Thron Gottes mit seiner ganzen Umgebung hier in die Arena gekommen war. Sie sagt, dass sie auch die vier lebendigen Wesen gesehen hat, die den Thron Gottes umgeben. So thronte Jeschua, der Löwe von Juda, während der ganzen Konferenz vorne. Ständig loderte Feuer um seine Tatzen. Seine beiden Vorderbeine waren wie zwei gewaltige Säulen des Tempels, zwischen denen da der Dienst getan wurde. Ja. Und von dem Haupt floss goldenes Öl herunter. Vor ihm befand sich das gläserne Meer mit Feuer vermengt. Vor ihm das gläserne Meer. Und sie sagt, ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass wir, also als die Teilnehmer, dorthin durchgehen durften, mitten in das Feuer des Thrones Gottes. Mitten zwischen die Vorderbeine des Löwen, die wie Säulen des Tempels vor uns aufragten. Okay, das so viel zur Vorbemerkung. Das war, um das Ganze zu verstehen, das war also diese Szene, die wir von verschiedenen Seiten dort in der Arena bei der Konferenz hatten. Und wir haben auch darüber gesprochen, haben die Leute darauf hingewiesen und das der Segnungsteil und so weiter, das ist alles dann da entsprechend hineingegangen. Und dann schreibt sie uns am 15. Mai einen Impuls, den sie dort empfangen hat. Der Hirte und die Könige. Ich sehe eine Herde Schafe, aber sie sind nicht zusammen. Sie sind völlig verwildert und verstreut. Jedes schlägt sich einzeln durch, versucht irgendwie zu überleben. Sie sind mager, schmutzig, einsam, teilweise verängstigt und außerdem auf der Suche nach ein paar Helmchen. Einige stecken in Schwierigkeiten, stehen allein den Wölfen gegenüber. Einige liegen in der Grube auf dem Rücken, stecken in Dornen fest. Einige stehen auf einem winzigen Felsvorsprung und wissen nicht, wie sie weiterkommen sollen. Andere sind krank, ihre Seele ist bekümmert, ihr Körper ist schwach, voller Blessuren. Manche haben sich auch in kleinen Gruppen zusammengerottet, aber auch die wirken orientierungslos. Wiederum andere laufen einem falschen Hirten nach, der sie missbraucht, aussagt und schlachtet, um sich an ihnen satt zu essen. Die gesamte Herde ist nicht als solche zu erkennen und in einem erbärmlichen Zustand. Tja, die Herde steht natürlich für das Volk Gottes, nicht wahr? Das ist ja offensichtlich. Dann, schreibt die Claudia, sehe ich wieder den Löwen im Thronraum, nämlich genau das Bild, was sie bei der Konferenz hatte. Der Thronraum hat sich jetzt von der Arena gelöst, der Thronraum Gottes, und lagert sich jetzt über Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. In dem Bild sieht sie, wie der Thronraum Gottes sich auf den deutschsprachigen Ländern lagert. Das ist gewaltig. Das ist gigantisch. Das ist etwas Unfassbares. Auf unseren Ländern lagert sich sozusagen die Gegenwart Gottes, sein Thronraum. Das Feuertor steht offen. Der Löwe steht vom Thron auf und verwandelt sich in einen Hirten. Er nimmt seinen Stab und zieht aus, um die geschundene Herde zu sammeln. Zu jedem Einzelnen geht er hin und ruft es. Er berührt die Augen und Ohren, sodass sie aufgetan werden und sie in der Lage sind, ihm zu folgen. Er ruft die ganze Herde zusammen. Sie sammeln sich und folgen ihm nach. Er führt sie zunächst in die Schwemme und wäscht den Schmutz von ihnen ab, löst die Verkrustungen von ihren Wunden. Sie genießen es mit Wonne, endlich wieder sauber zu werden. Sie ahnen sich zwischen seinen Händen, fühlen sich frisch und befreit. Dann bringt er sie auf fette Weide und sie fressen sich richtig satt. Er bringt sie ans klare, reine, lebendige Wasser. Endlich Wasser ohne Schlamm und ohne Gift. Und sie trinken sich gierig voll.
Immer stärker und gesünder werden sie. Ihre Augen werden klar und scharf, ihre Ohren sind vollkommen auf den Hirten ausgerichtet. Sie haben ihn erkannt. Er stärkt sie durch sein Wort, heilt sie vollständig und tränkt sie mit seinem Geist. Sie können jetzt sein Wort verstehen und verdauen. Sie sind in der Lage, ohne Unterbrechung von seinem Geist zu trinken. Dann führt er die gestärkte Herde in den Thronraum. Sie drängen sich vor dem Thron Gottes, stehen mit den Füßen im gläsernen Meer, das mit Feuer durchmischt ist. Sie sind vollkommen, vollkommen auf den Thron fokussiert. Es ist ganz still. Auch der Lobpreis der Engel verstummt für kurze Zeit. Nun wird jedes Schaf an seinen Lippen mit einer glühenden Kohle berührt. Die ganze Herde wird vor dem Thron Gottes nochmals gereinigt und geheiligt. Rot-goldenes Öl mit Feuer durchmischt tropft auf sie herab. Da verwandeln sich die Schafe in priesterliche Könige. Ein Heer von Königen, ein Heer von Repräsentanten Jeschua HaMashiachs. Alle tragen eine Krone, ein Schwert, ein Zepter. Sie sitzen jetzt auf Pferden und schauen erwartungsvoll in Richtung des Throns, der vom gleißenden Licht umgeben ist. Ihre Augen spiegeln die sieben Feuerfackeln wider, die sieben Geister Gottes, die vor dem Thron lodern. Und so werden die Augen der Könige zu Feuerflammen. Plötzlich erscheint eine ausgestreckte Hand aus dem Licht und weist in Richtung des Feuertors. Eine Stimme sagt: Zieht aus in meiner Macht und Stärke. Wie ein Mann wendet sich das Heer der Könige, in das sich Tausende von Engeln einmischen, und sie ziehen gemeinsam durch das Feuertor hinaus. Sie tragen keine Rüstung, was nicht heißt, dass sie ohne Schutz sind, aber hier in dem Bild liegt der Fokus auf etwas anderem. Sie reiten in ihrem Königsstaat hinaus, sind in königliche Gewänder gekleidet, Kronen auf ihren Köpfen, Schwerter und Zepter in ihren Händen. Jeschua, der mächtige Löwe, ist über ihnen und zwischen seinen Feuerpranken ziehen sie gemeinsam mit ihm aus. Wie ein Mann bewegen sie sich, wie ein Mann sprechen sie die Dekrete des Königs und der Löwe aus Juda brüllt dazu. Das Wort Gottes ist in ihrem Mund und sie regieren mit dem Schwert des Mundes. Sie herrschen durch sein Wort in ihrem Mund. Halleluja. Soweit das, was Claudia Wagner gesehen hat. Wie stark ist das? Wie genial ist das? Und es ist genau wieder dieser Auftrag, den der Herr uns gibt. Ein Haufen verschreckte, verdreckte Schafe, die zu Königen gemacht werden von ihm und die er aussendet, hinaus in unsere Länder. Und wie genial ist es? Dieser Bereich, um den es geht, der Thronsaal Gottes, auf den er sich gelagert hat, sind unsere deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz. Halleluja, Halleluja. Ich finde das so genial, ich finde das so stark, dass wir wirklich diese genialen Worte und Impulse des Herrn haben, Halleluja, yes. Dass wir das vom Herrn bekommen können, dass wir wissen dürfen, was er geplant hat, was er zu tun gedenkt. Wir können da hineinbeten, wir können uns vorbereiten, wir können das aufgreifen, wir können das ernst nehmen, wir können zu den Leuten werden, richtig, durch die er genau das tut. Richtig, und es ist für jeden da, zu jedem möchte der Herr sprechen, zu jedem möchte der Heilige Geist mit seinem Wort kommen und die Dinge, die er vorhat, beleuchten. Allerdings, ja. Das ist, was wir gesehen haben, ist einfach dieses Beleuchten von dem, was der Herr tun möchte. Amen. Das ist das, was ich auch an diese erste, an diese Deborah-Beschreibung anschließt. Das, was der Herr tun möchte in seinen Plänen und Absichten, das verkündet er. Das setzt er durch Worte frei, die aufgenommen werden und die dann den Weg finden, damit seine Absichten zustande kommen. Ja. Das, was Deborah zu Barak gesagt hat, mach dich auf.
ist nicht Jahwe selbst vor dir ausgezogen? Und das gilt für jeden von uns. Das wollen wir tun, dass wir das sagen. Wir machen uns auf. Wir empfangen dieses prophetische Wort und wir gehen in das hinein. Wir laufen hinter dem Hirten, hinter dem König, hinter all diesen Repräsentanten, Aussagen her. Und wir gehen in das, was der Herr für uns bereitet hat. Ja. Etwas Neues. Etwas Neues. Und das passt wirklich. Diese ganzen prophetischen Bilder, alle zusammen mit der Deborah-Story, das passt absolut zusammen. Ja. Da ist etwas, was echt eine schlechte Ausgangssituation ist. Und da ist Zerbruch und Erschütterung und Schwierigkeiten. Und es kommt etwas Geniales. Ja. Und das ist so wichtig. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit den zwei Seiten einer Medaille. Es gibt Schwierigkeiten, Not, Dunkel, Probleme und so weiter. Und gleichzeitig gibt es das, was der Herr tun wird. Das läuft parallel. Das läuft parallel. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, nur eine Seite zu sehen. Yes. Diese Parallelität ist etwas, was wir wirklich brauchen, um siegreich durch diese Zeit hindurchgehen zu können. Genau. Aber zu wissen, was der Herr tut und sich dafür ihm zu bereitzustellen, das ist das, wofür wir jetzt beten wollen. Yes, Amen. Herr, wir danken dir, dass du uns für würdig erachtet hast, uns zu rufen, uns zu erwählen, handverlesen in deine Gefolgschaft hineinzugehen. Ja, Halleluja. Wir danken dir, dass dein Wort nicht weit entfernt ist, sondern du bist nahe unserem Mund, unserem Herzen, unserem Geist. Du wirst zu uns sprechen, du willst zu uns sprechen, du sprichst zu uns. Wir danken dir für geöffnete Ohren des Herzens, dass wir deine Anweisungen empfangen, dass wir uns nicht in Unruhe bringen lassen, sondern wirklich darauf schauen. Du hast den Plan gegeben. Halleluja. Die Aktivität aufzustehen kommt von dir. Die Aktivität in der Strategie gegen den Feind, sie kommt von dir. Das, was du verkündest, ist schon der Sieg, bevor wir aufstehen. Halleluja. Aber wir wollen zu denen gehören, die sagen, ich mache mich auf. Ich weiß, Jahwe selbst ist vor mir ausgezogen. Ich weiß, er wird etwas Neues schaffen. Ich weiß, Erweckung wird kommen. Ich weiß, ich werde eine Ernte haben. Ich weiß, der Herr hat einen Plan für mein Leben. Ich weiß, der Herr hat einen Plan für meine Familie. Ich weiß, die Dinge werden zustande kommen, weil sie in den Absichten Jahwes tief gegründet sind für eine Zeit wie diese. Ich weiß, wir sind geboren für eine Zeit wie diese. Wir sind gesetzt für eine Zeit wie diese. Und wir sind daran beteiligt, das Neue, was er schaffen will, hervorzubringen. Yes. Wir preisen und ehren dich, Jeschua. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in unser Leben hineinsprichst. Du hast es damals bei den Propheten getan, bei den Menschen, die uns die Bibel beschreibt, im Alten Bund. Wie viel mehr heute, die wir Träger des neuen Bundes sind in Jeschua. Halleluja. Herr, wir danken dir, wir danken dir. Ja, Herr, du hast uns in der Tat gesetzt. Du hast uns in der Tat gesetzt, um das, was du tun möchtest, durch uns, dein Volk zu tun. Du willst uns gebrauchen. Genauso wie du es in biblischen Zeiten, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, durch die Menschen getan hast. In der Urgemeinde. Du hast die Menschen gebraucht und so willst du uns gebrauchen, damit das, was deine Absicht und deine Pläne sind, wirklich hervorkommt. Und es ist so genial zu wissen, was du vorgesehen hast für unsere Länder. Herr, und all das, was wir heute hier hatten, es gehört zusammen. Ja, das gehört zusammen. Diese versinkende Person, die da absäuft und im letzten Moment nach dir ruft und die als Prediger wiederkommt und die Nationen hören gespannt zu, was da kommt. Ja, dieser Zug, der bis in die Wüste kommt und da zum Ende kommt. Und gleichzeitig bist du da. Bist du da. Und jeder kann zu dir kommen. Halleluja. Dieses gewaltige Bild von dieser Erweckung aus der Perspektive des Himmels. Dieses Feuer, diese wirbelnden Rauchschwaden, diese Wolken und all das, wo der Herr zu den Propheten sagt, hey, ich will dich gebrauchen. Du bist jemand, der entzündet. Lass dich gebrauchen von mir. Sei du jemand, der das Feuer entzündet. Und das geht so weiter in den anderen Bildern. Ja. Ja. Wie der Vater eingreift und uns daran beteiligt, was die Petra gesehen hat. Mit diesem schwarz verbrannten Land, was neu gestaltet wird. Einfach durch das Volk des Herrn. Ja. Deutschland ein Staunen für die Welt. Das Bild, was ich hatte. Oder dieses Bild von der Schrottpresse, wo dieser geniale
schnittige Segelflieger rauskommt. Und dann hier dieses letzte Bild. Die Hirten, der Hirte und die Könige. Wo diese Schafe zu etwas werden, was wirklich gewaltig ist. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür. Wir danken dafür, dass wir das nehmen dürfen und unseren Glauben darauf aufbauen dürfen. Du sagst, dass du nichts tust, nichts, nichts, was du nicht zuvor durch den Mund deiner Propheten mitgeteilt hast. Das steht in Amos. Halleluja, dafür danken wir dir vom ganzen Herzen. Wir danken, dass wir das prophetische Wort haben. Wir brauchen es so dringend in dieser Zeit. Es gibt so unvorstellbar viele Informationen, so viele News, so viele Fake News, so viel Verführung, so viel auch im Christlichen, was irgendwelche komischen Sachen sind. Wir brauchen deine verlässlichen prophetischen Worte, auf die wir uns stellen können. Bestätigt durch dein ewiges Wort. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür und wir ehren dich. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der hier jetzt mit uns zusammen ist, dass das Wort in deinem Herzen wirklich Wurzeln schlägt und dass er siegreich, kraftvoll durch die vor uns liegende Zeit gehen darf und kann und gleichzeitig sein Leben dir zur Verfügung stellt, damit dein Wille geschehen kann. Damit dein Wille geschieht, dein Reich kommt. Halleluja. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen und Amen. Also, ich habe gedacht, der Herr hat uns wirklich reich den Tisch heute Abend gedeckt. Also, so viele Dinge, die er da draufgestellt hat und gesagt hat, hier, probier das, hier, guck dir das an, probier mal hier, trink mal davon. Das sind wirklich die Abende, die ich schätze, die einfach mich weiterbringen, die mich erheben, die mich sehen lassen, er ist mit uns unterwegs. Halleluja. Und wir wollen dranbleiben an ihm. Dranbleiben. Yes. Weiter mit ihm, jawohl. Halleluja. Dranbleiben, das ist ja unser Thema immer noch, wie du merkst. Wir laden dich ein für dieses Thema am nächsten Dienstag um 18 Uhr und mit Abendmahl, aber auch am nächsten Freitag wieder Erweckungsgottesdienst, Ermutigungsgottesdienst, Ausrichtungsgottesdienst, Dranbleiben-Gottesdienst mit Gotteshaus. Und wir erwarten wieder, dass der Herr uns einen reich gedeckten Tisch bereitet, an den wir uns hinsetzen können und alles genießen können, was er hat. Amen. Bis dahin, Gottes Segen, Gott mit euch. Shalom. Shalom, sei gesegnet.